Hi meine Lieben, ich habe einen, wartet mal, einen Teddy Haul, aber ich war auch noch bei Tiger. Ah, und im 1 Euro Laden. Und bei Zehma. Aber als erstes zeige ich euch, was ich bei Teddy gefunden habe. Da habe ich wieder schöne neue Sachen entdeckt. Teddy ist mir im Moment irgendwie sympathischer, aber auch teurer. So, einmal hier ein Bastelset Bilderrahmen. 1 Euro. Gab es in Schwarz, Blau, Türkis, glaube Rot und jeweils immer mit einem anderen Spruch. Und zwar ist das hier so eine Shadowbox, nennt sie es, glaube ich. Und ja, ich will nicht unbedingt diesen einen nur davon basteln, sondern will mal schauen, ob man das gut als Schablone verwenden kann. Ja, dieses. Dann durften hier diese Briefmarken nochmal mit. Da gibt es ja so ähnlich auch mit Kawaii. Die finde ich immer ganz süß. Die kosten 1,25 Euro, sind Sticker. Dann habe ich neu entdeckt solche Anhänger und die fand ich irgendwie ganz interessant. Weil die halt einen farbigen Kopf haben. 2 Euro 5 Stück ist jetzt nicht unbedingt so günstig, aber ich fand sie schön. Diese noch und ich glaube, die gab es auch noch irgendwie in Orange oder Rot oder irgendwie so. Das hat mir aber gar nicht gefallen. Das. Dann hatte ich euch in meinem letzten Haul gezeigt, da habe ich diesen hier in Blau mitgenommen. Habe den jetzt bei einem anderen Teddy nochmal in Rosa entdeckt. Habe ich so ähnlich oder eventuell identisch schon mal. Gab es schon mal bei Teddy. 1,50 Euro, aber ich finde es halt nicht teuer für Papier. Finde ich das okay, da kann man ja auch Taschen basteln oder halt wie gesagt ein Album draus basteln oder. Dann habe ich entdeckt, wobei ich sie nicht sonderlich schön finde, muss ich ehrlich sagen. Clear Stamps bei Teddy, 2,50 Euro. Eulen, also mir gefällt die hier ganz gut, mir gefällt auch der Käfig, wobei da dieser Ast oder Rohr oder keine Ahnung was es sein soll. Und die hier finde ich ganz witzig mit, die sieht sehr neunmal klug aus. Die ist auch süß. Wie ein kleines Mädchen. Aber so, weiß nicht, das hier und ja. Und wie gesagt, die Äste sehen so ein bisschen aus wie Rohre. Naja, auf jeden Fall das. Dann habe ich nochmal für mich neue Sticker entdeckt. Einmal diese hier, 1,25 Euro. Und da sind Kakteen drauf. Natürlich dürfen die mit. So ähnliche habe ich euch in meinem letzten Haul schon gezeigt. In dem gleichen Ständer hingen die auch. Und hier so mit den Eulen. Da finde ich süß, dass manche so zur Seite gucken. So, was los? Was hast du? Und Federn sind mit bei. So, und ich habe einen neuen Blog entdeckt, und zwar diesen hier. Und so einen ähnlichen habe ich schon, aber das ist, der ist anders. Und hier sind jeweils immer zwei Blätter drin. Und zweimal foliert, zweimal uniform und ideal passend zueinander. Und sowas mag ich immer sehr. Wisst ihr Bescheid? Ich will euch natürlich nicht das letzte folierte Blatt vorenthalten. So. Ja, doch. So. Das war Teddy. Dann war ich bei Tiger. Und oh mein Gott. Da habe ich für 1 Euro diesen süßen Stanzer entdeckt. Da schaut mal. Ein Luftballon. Und da habe ich ja sofort an Geburtstagsschüttelkarten gedacht. Der ist nicht da, wenn man meinen kleinen Fingernagel. Der ist noch kleiner. Total süß. Ich habe den jetzt so mal gedrückt, also er fühlt sich ganz gut an. Ist ja immer so eine Sache. Ne? Dann habe ich hier diese Boxen mir mal mitgenommen. Und zwar sind die so aufgebaut, dass sie 3 Etagen haben. Jede kann man separat abmachen. Und ich habe noch so ein bisschen Schmuckgedöns, was ich hier reinmachen will. Und da finde ich halt cool, man hat 6, 12, 18 Fächer zusammen halt. Ja, wo man so, ne, wenn man jetzt Holzperlen in verschiedenen Farben, dann hat man die halt alle in einer Kiste zusammen oder irgendwie diese Embellishment hier, diese Anhänger in diesen Farben halt, dann hat man alles in der Kiste zusammen. Davon durfte 2 Stück mit. Die gab es auch noch mit einem anderen Griff. Bei Teddy ebenfalls habe ich euch in meinem Action Haul schon gezeigt, nochmal Papierstrohhalme. Da fand ich, dass man sehr farbunabhängig ist bei diesen Dingern. Dann bei Zehmann, die hing da so, da gibt es so einen Rondellständer bei uns, da hängt immer so Geschenkband und sowas, da hing die jetzt. Und das finde ich auch ganz cool, dass man halt einen Haken, ich habe ja diese, ja meine Stempel, hier Stanzen, diese Dinger, Aufbewahrung von Ikea, so eine Dinger da halt. Und da kann ich auf jeden Fall was anhängen und hier dann mit der Klammer festmachen. 99 Cent. Und diese hier, die habe ich euch schon mehrmals gezeigt. Welcome to the world, welcome to the world. Das ist perfekt für Babyalben und das war jetzt reduziert von 3,99. Dann kam es, glaube ich, mal 2 und dann jetzt nur noch 1 Euro.
Und dann nehme ich die auf jeden Fall mit, weil das Babyalben werden immer verlangt. Ja, und da kann man halt super, wenn man eben ne, ein Album macht, auf der einen Seite eben hier erster Geburtstag, auf der anderen Seite das Foto, immer passend dazu. Also da gibt es hier erster Zahn, ich kann sitzen und so weiter und so weiter. Und bei im 1-Euro-Laden, da haben sie ja im Moment so viel mit Maritimzeug und aber auch Kaktus und Flamingos. Da habe ich euch schon ein bisschen was gezeigt und da durften jetzt hier mal die Seesterne mit. Ganz witzig, da war ich mit meiner Oma, muss ich euch kurz erzählen, eine Anekdote aus meiner Kindheit. Da war ich mit meiner Oma und da sagt sie so, ja, weißt du noch, Niki, als du damals in Spanien den Seestern mit ins Hotel gebracht hast. Und ich wusste nicht, dass wenn die da so am Strand liegen, ich war 4 oder 5, dass der noch lebt. Weil die sehen ja, ne, wenn man sie findet, so tot aus. So auf jeden Fall lag der dann auf dem Hotelzimmer und wir sind dann, glaube ich, zum Abendbrot. Und natürlich, da kamen dann ganz viele Ameisen dran. Und das hat ganz nach Fisch gestunken. Ach, das weiß ich noch wie heute. Aber meine Oma erzählt es mir auch ständig. Ja, das tut mir leid. Ich bin für einen Seestern verantwortlich. Ich wusste es einfach nicht besser. Ja, auf jeden Fall hier in so einem Türkis. Und hier so einem, ja, hellblau. Also ein sehr schönes Blau, finde ich. Dieses 5 Stück, 1 Euro lang, brauche ich nichts zu sagen. Und dieses hier, die werde ich mir aber auseinandersteigen. Und daraus werde ich Karten- oder Albumcover machen. Ideal, perfekt. Ja, finde ich sehr schön. Und auch hier sind wir schon wieder am Ende. Das war's. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.